Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Filmkritik beim Telestammtisch. Diesmal reden wir nicht nur über einen Film, der es echt wert ist, mal ein paar Worte drüber zu verlieren, weil er vielleicht die ein oder andere Auszeichnung kriegt in diesem Jahr. Diesmal habe ich mir wieder jemanden zu Gast mit ins Boot geholt, weil ich ja mal das so sagen kann, aber es klingt extrem praktisch, der von dem ich weiß, dass sie extrem viel Ahnung hat und auch gelegentlich mal einen Film geguckt hat und da auch schon mal drüber gesprochen hat. Wir hatten sie schon bei uns zu Gast und wir wissen daher, dass sie voll den Plan hat. Moin Nina. Oh Gott, hallo. Das sind aber sehr ausschweifende, lobende Worte. Ich hoffe, ich kann das alles irgendwie auch beweisen. Nur das Beste. Und ja, du hattest die Gelegenheit, dir einen Film anzugucken, weil er da, wo du gerade bist, schon läuft, ne? Genau, ich bin gerade in Brasilien, mache gerade ein Praktikum hier. Deswegen, die Filme laufen hier manchmal früher, manchmal nicht so früh. Das ist immer so ein Unterschied. Und ja, bei der Film, den wir hier gucken, heißt im Englischen The Post, auf Deutsch Die Verlegerin, wird wohl am 22. Februar diesen Jahres in die deutschen Kinos kommen und hat eine Gesamtlänge von 1 Stunde 56. Damit haben wir diese Informationen alle schon untergebracht. Sehr gut. ja, feuerfrei. Was fällt dir ein? Worum geht's in dem Film? Was möchtest du uns heute mitteilen? Also, wenn man halt nach dem deutschen Filmtitel geht, geht es um die Verlegerin Catherine Graham, genannt Kay. Die wird gespielt von Meryl Streep und die erbt von ihrem Ehemann sein Unternehmen. Und unter anderem erbt sie auch die Washington Post, deswegen auch die Verlegerin. Sie verlegt halt die Zeitung. Und sie ist halt auch die erste weibliche dann Zeitungsverlegerin in den USA. Kurze Info voraus, es ist nach einer wahren Geschichte erzählt. Also diese Kay gab es wirklich und diese Geschichte gab es dann auch wirklich. Genau, so viel zum Hintergrund ein bisschen von dieser Kay. Zu dieser Zeit, wo der Film spielt, macht gerade ein Dokument die Runde, nämlich die Pentagon Papers. Das sind Dokumente, die ja sehr brisante Informationen über die Rolle von Amerika im Vietnamkrieg enthalten. Das ist halt schon zu John F. Kennedys Zeiten schon so eine Krise sich heranbahnt in Vietnam. Und das von da also schon dann halt wirklich, wie gesagt, seit JFK, also ungefähr so fast zwei Jahrzehnte, schon bevor der Vietnamkrieg losgeht, dass es schon sich dahin bahnt, aber halt so hinter verschlossener Tür, dass man halt gar nichts davon weiß. Und die New York Times hat diese Papers schon einen Teil von veröffentlicht, aber die kriegen halt Ärger, weil der Präsident Nixon, der verklagt die. Und die dürfen halt nicht mehr, die dürfen es nicht mehr rausbringen, diese Story. Und die Washington Post kriegt halt die Möglichkeit, genau das rauszubringen. Und die brauchen halt das unbedingt, weil die Washington Post heutzutage kennt man einfach den Namen Washington Post, aber damals war es wirklich eine sehr kleine Zeitung, die halt keiner wirklich so auf dem Schirm hatte. Und dadurch haben sie die Möglichkeit mehr oder weniger gehabt, sich zu etablieren. Aber es geht auch darum, sollen wir das machen? Wenn wir das machen, können wir auch verklagt werden, das ist unser Ende. Aber wenn wir das nicht machen, verletzen wir dadurch nicht unsere journalistische Pflicht, die Öffentlichkeit Informationen bereitzustellen und auch der Regierung auch ein bisschen diese Kontrolle und Machtspiel zwischen Regierung und Journalismus, was halt der Journalismus ja auch ausmacht, ob man das irgendwie nicht verletzt, wenn man das irgendwie nicht publik macht. Und das ist auch so das große Thema, verlegen oder nicht. Soll man halt, wenn man halt keine Zeitung hat, kann man nicht verlegen oder halt publizieren. Wenn man die Zeitung hat, behält, weil man das nicht publiziert hat, ist man dann auch immer noch eine Zeitung, die es wert ist, zu existieren. Also das ist halt so die große Frage des Films. Genau. Und ist das so ein geschichtlicher, so ein Ausschnitt, würde ich sagen, aus der
wenn man so will, Emanzipierung der US-Presse, die sich halt so gegenüber natürlich dann eben auch diesem, dem Staat ja auch emanzipiert, ja, als vierte Macht im Staat. Das spielt durchaus eine Rolle, weil es natürlich Repressalien gibt, die zu befürchten sind. Es besteht natürlich, also ich meine, wir reden hier von, ja, von Leaks, ja, quasi im Endeffekt. Das Wort Leaks muss man hier unbedingt nennen, genau, im Zusammenhang mit dem Film. Diese Pentagon Papers sind so die erste erwähnenswerte größere Bedrohung für die Regierung, für diverse Regierungen. Es geht inhaltlich um den Vietnamkrieg und dass die quasi, dass der Vietnamkrieg eigentlich, und das wäre wohl diversen Regierungen schon bekannt zu dem Zeitpunkt, quasi schon lange verloren ist und da nur noch Geld und Leben reingebuttert wird, obwohl da schon gar keine Aussicht mehr auf Sieg, auf den Sieg in diesem Krieg eigentlich besteht. Dass es nur darum geht, Gesicht zu wahren, mehr oder weniger. Genau. Ja. Und das ist so dieses, dieses Ding. Genau, die Post ist halt zu dem Zeitpunkt wirklich eher noch so ein kleines Ding. Hier im Pressetext, also um das mal zeitlich auch einzuordnen, es spielt eben 1971. Um da mal so eine Vorstellung zu haben. Und genau, wie du schon gesagt hast, sie ist die erste Frau, die da verlegt. Und kann man sich vorstellen, 71 in den Staaten, da hat es als Frau auch noch nicht so leicht. Auch wenn dir der Laden gehört, musst du dich halt zumindest gegenüber deinen Mitbewerbern halt, musst du mal auf den Tisch klopfen. Und das, ja, ist so eine Rolle auch, in die sie, wo sie, sie halt quasi so reingerutscht. Sie hat ja diesem, das Unternehmen ihres Mannes geerbt und insofern, war das auch nicht das, was sie ihr Leben lang eigentlich schon immer tun wollte. Sie ist auch eine High Society Lady, die halt intelligent ist, auch gebildet ist, aber halt ihre Bildung darin investiert, so Zusammenkünfte und Dinners und sowas zu veranstalten und ist eigentlich gar nicht darauf irgendwie, daraus ist nicht dafür ausgebildet, Verlegerin zu sein. Das merkt man auch die ganze Zeit, dass sie halt übelst intelligent ist, aber eigentlich rutscht sie da einfach so rein. Ja, das hat sie sich mal nicht ausgesucht. genau. Ja, okay, kommen wir mal kurz auf den Cast zu sprechen. Also gut, Cast noch vorm Cast ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, wer hier auch Regisseur ist. Das ist niemand Geringeres als Steven Spielberg. Der Meister persönlich hat hier also wieder Bock auf den Film gehabt und da auch zwei, die beiden Hauptprotagonisten in seinem Film zusammengerufen, mit denen er, also das sind einfach Ikonen der US-Schauspielindustrie, nämlich einmal Meryl Streep, die eben hier diese Kay spielt, und auch Tom Hanks, der quasi den Redaktionsleiter spielt oder Chef, den Redaktionschef wird man das, glaube ich, nennen. Genau, der Chefredakteur. Chefredakteur, dankeschön. Ben Bradley. Und dann gibt's noch jede Menge weitere Leute, aber vielleicht sollten wir uns kurz erstmal den beiden widmen. Oh ja. Die ja auch, im Endeffekt verbindet die nicht nur ihre berufliche Beziehung zueinander, sondern es ist durchaus so, dass sie eine Freundschaft pflegen. Ja? Also die kennen sich schon eine ganze Zeit. Sie ist letztendlich in so Sachen, in Belangen, die die Zeitung betreffen, die Post, also die Washington Post, ist sie natürlich die Vorgesetzte, aber sie gibt schon viel auf seinen Rat, weil er natürlich die praktische Seite kennt. Er hat auch die Zahlen ein bisschen im Blick. Er hat da unter Umständen auch manchmal eine andere Meinung dazu, was man nun veröffentlicht und wie man es eigentlich macht. Ich weiß nicht, vielleicht willst du dir mal einen von beiden rauspicken und mal sagen, also fangen wir doch vielleicht bei Meryl Streep an. Genau. Wie hat's dir gefallen? Ja, weil der Film heißt ja auch im Deutschen Die Verlegerin. Da sollte man ja über die Königin der Könige reden, Meryl Streep. Die ist einfach großartig. Ich glaube, die könnte auch irgendwie, keine Ahnung, was spielen und die wäre großartig. Ich fand die auch in Mamma Mia großartig und ich fand den Film total scheiße. Mhm. Aber den Film habe ich auch deswegen geguckt, weil sie halt mitmacht. Und sie ist einfach unglaublich. Das ist halt so, wie ich schon gesagt habe, so eine intelligente, gebildete Frau, diese Kay, die sie spielt. Aber man merkt auch, dass sie wirklich da reingerutscht ist, weil sie ist, wenn sie sich vorbereitet auf die Meetings da mit den anderen Leuten aus der obersten Etage ihres Unternehmens sozusagen trifft, um darüber zu reden, sie wollen ja Aktien verkaufen oder was auch immer. Wie heißt das denn nochmal, wenn sie, die wollen ihre Shares, also ja, Aktien, ja. Genau, die wollen halt, die sind halt ein privates Unternehmen und sie wollen halt öffentlich werden.
Ich weiß halt nicht mehr genau, also das heißt halt im Englischen Go Public. Ich habe den Film nämlich auch nur auf Englisch geguckt, muss man auch vielleicht auch sagen. Und sie bereitet sich halt total auf dieses Treffen, auf dieses Meeting vor. Und wenn sie da ist, kriegt sie es nicht raus. Sie ist total verunsichert, weil natürlich sie, einzige Frau, alles andere nur weiße alte Männer. Und die kriegt halt auch immer wieder, sie fängt an zu reden, will reden, ist halt total schüchtern. Und da kommt halt einer dazwischen und erzählt was. Und zu Hilfe muss ihr ein Berater kommen, der mit ihr das alles eingeübt hat, um dann halt zu sagen, hier, nee, das macht so und so Sinn und das machen wir so und so, weil das so und so ist. Und einfach dieses Zwiegespalten, sie ist einfach total clever, aber die ist einfach nicht bereit, noch nicht. Und man merkt halt, wie sie immer bereiter wird im Laufe des Films. Und das finde ich total wahnsinnig, wie gut sie das rüberbringt. Ja, sie wächst halt voll auch in diese Rolle rein. Ist es im Film auch mehrfach dazu quasi gezwungen, eine Entscheidung zu treffen und ja dann auch abzuwägen. Beispielsweise gibt es einen Freund, der auch für die Regierung arbeitet, mit dem sie halt wirklich auf persönlicher, privater Ebene sehr gut befreundet ist. Und da er eben für die Regierung arbeitet und durch diese Papers auch sein Job und seine Karriere in Gefahr ist, Es ist sind sie. ja seine Papers. Also er, das ist Robert McNamara, ich glaube, das war der Außenminister, wenn ich mich nicht täusche. Und der hat diese Papers eigentlich in Auftrag gegeben. Aber es war halt natürlich eine interne Sache. Er wollte halt intern ein Dokument erschaffen, was halt für spätere Generationen vielleicht mal interessant werden würde, aber nicht für jetzt. Und das ist halt deren Beziehung und der wird halt dann, deswegen ist sie halt auch immer so ganz schockiert und weiß nicht, was sie machen soll. Und reißt sie natürlich hin und her, da ist sie immer, ja, also eben in einer gewissen Verantwortung auch eben gegenüber ihren Mitarbeitern und ihrer Zeitung einfach, die ja, ja quasi das Erbe ihres Mannes darstellen und dass sich gegebenenfalls eben auch der modernen Zeit anpassen muss und da auch mal gewagte Schritte gehen muss. Und natürlich auf der anderen Seite hat sie auch eine Familie, ich glaube ihre Tochter ist es ja, die ihr versucht, glaube ich, auch ein bisschen ins Gewissen zu reden. Also da ist sie eben ein Stück weit ist sie ja dann eben auch einfach Mutter, ja. Und da finde ich, macht Meryl Streep einen super Job, ist mega, also ist einfach super glaubwürdig und deswegen ist sie auch nicht zu Unrecht jetzt hier bei den Oscars nominiert als beste Hauptdarstellerin und tritt da gegen, ja gut, also zum Beispiel auch eben Frances McDormand an aus Three Billboards oder eben auch Sally Hawkins aus Shape of Water. Da hat sie also gute Konkurrenz, aber aus meiner Sicht auch gute Chancen, weil ich finde, dass sie da mal wieder eine sehr gute Arbeit ableistet. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe weder Three Billboards noch Shape of Water geguckt. Aber ich finde einfach, man nimmt ihr die Rolle einfach total ab. Also ich kenne Meryl Streep als so eine sehr offene, aber sehr auch sehr, wie sagt man, auch sehr selbstbewusste Frau. Und das sieht man halt gar nicht so in dieser Rolle, weil sie halt erst wirklich sehr schüchtern ist und dann wird sie immer selbstbewusster. Und also diese Entwicklung, die sie macht, finde ich total großartig. Und das merkt man die ganze Zeit. Das merkt man im Dialog, man merkt das ihrer Körpersprache auch. Das finde ich total großartig. Also sie gibt auf jeden Fall einen der Bonuspunkte für den Film. Auf jeden Fall. Dann haben wir ja noch Tom Hanks, der eben diesen Ben Bradley spielt. Und ich frage mich gerade, ob ich von Tom Hanks schon jemals einen Film gesehen habe, wo er den Bösewicht gibt. Oder ob ich Tom Hanks eigentlich immer, egal was er macht, super sympathisch fand. Das ist einfach ein sympathischer Typ. Also, selbst wenn er irgendeinen Bösewicht spielen würde, keine Ahnung, selbst wenn er bei Batman den Joker spielen würde, keine Ahnung, man würde einfach mit ihm mitfiebern, weil er ist einfach ein grundsympathischer Mann. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei dem habe ich Tom Hanks die ganze Zeit gespürt. Also, ich habe die ganze Zeit Tom Hanks gesehen. Und klar, ich weiß halt nicht genau, wie dieser Chefredakteur Ben Bradley war im echten Leben. Das habe ich noch nicht nachrecherchiert, wie er so im echten Leben war, aber irgendwie, das war Tom Hanks für mich. Deswegen finde ich es auch vertretbar, dass er nicht Oscar-nominiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist natürlich aber rein von der Screentime her eben der große zweite Protagonist im Film. Genau. Und im Endeffekt eben auch so ein bisschen für dieses Alltägliche in der Redaktion zuständig. Also alle, wenn da diese Papers dann doch bei in der Redaktion eingehen, dann ist er derjenige, der sie eben sichtet, der das verteilt. Später, wenn dann alles da ist und man innerhalb kürzester Zeit ja die irgendwie auch auswerten muss, um dann daraus entsprechende Artikel zu generieren, mit denen man dann wieder auch entsprechende ja auch Verkaufszahlen einfach dann erzielen möchte, dann trifft man sich natürlich bei ihm zu Hause, ja, dann wird da ja, dann sitzen da alle am Boden und er koordiniert das alles. Also das fand ich schon echt gut gemacht. Und aber ja, natürlich ist Meryl Streep einfach hier herausragend. Und wenn man da halt einen Vergleich ziehen will, dann zieht er halt den Kürzeren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Beziehung zwischen Ben Bradley und seiner Frau, die von Sarah Paulson gespielt wird, die fand ich großartig. Ich fand, die haben sehr, sehr wenig zusammen irgendwie interagiert, aber wenn sie miteinander geredet haben, das war für mich sehr hohe Kunst. Ich bin Sarah Paulson Fan, also was ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe American Horror Story noch nie geguckt, aber ich finde alles andere, was sie macht, total großartig. Mhm. Und sie war echt einer meiner Lieblingsfiguren im Film, obwohl sie wirklich, glaube ich, insgesamt gezählt vielleicht 10 Minuten Screentime hatte. Aber ich fand sie so großartig, vor allem halt ihre Beziehung zu ihrem Mann, also zu Tom Hanks, wie die zusammen gespielt haben, fand ich total toll. Ja, es wirkte sehr eingespielt, ne? Als ob die genau, das schon immer so machen, als ob das ist ja, auch das beides ist wirklich sind auch, so ein. Sie sind halt verheiratet. Ja, und das auch merkt man. Gleichberechtigt auch. Das ist vielleicht auch nicht selbstverständlich. Ja, genau. Genau, das kann ich bestätigen. Dann ist natürlich so, wir können uns vorstellen, wir haben ja diese Redaktion und wir haben wahnsinnig viele Berater, wir haben auch Regierungsvertreter, dass wir einen wirklich großen Cast haben. Also viele Leute treten auf, die man jetzt hier namentlich erwähnen könnte. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob man jetzt bis halt eben auf diesen Robert Greenwood, der diesen Außenminister, Bruce Greenwood, der den Außenminister spielt, ob man da jetzt noch großartig jemanden rausfischen müsste. Ich überlege gerade. Ich fand Bob Odenkirk richtig gut als Reporter. Der hat den Ben Bagdikian gespielt und den kennt man halt als Saul von Breaking Bad und Better Call Saul. Und den fand ich total toll auch. So, das ist halt der einsame Redakteur, Reporter, der halt wirklich da Nachforschungen betreibt und ich fand ihn total sympathisch. Ich weiß, der hat auch sehr wenig Screen, also weil, wie du schon gesagt hast, extrem viele Leute, die mitgespielt haben. Und ich fand den halt auch, also der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Er, Meryl Streep, Tom Hanks und Sarah Paulson von dem ganz großen Cast. Und es war auch eigentlich, es war auch kein Totalausfall dabei. Also niemand, wo ich mir dachte, das war jetzt aber mau. Ja, irgendwer, der sich halt irgendwie total, das nicht rüberbringt, was er gerade rüberbringen soll. Insofern fand er die schauspielerische Leistung im Generellen wirklich gut. Ich glaube, das ist auch bei einem Steven Spielberg-Film auch unmöglich. Hm. So. Ich glaube, der hat das schon ganz gut im Griff, dass die Schauspieler das machen, was sie machen sollen. genau, dann würde ich sagen, das mal grob zur Handlung und zum Cast, der, wie gesagt, ganz erwähnenswert ist. Ich habe mir noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. So erste Gedanken, die ich hatte zum Film. Der natürlich mit seiner Thematik, also Leaks von diesen Papers, ein Stück weit natürlich auch ins aktuelle Zeitgeschehen ganz gut passt. Andererseits ist auch ein Kernthema vom Film natürlich diese Pressefreiheit, an die ich mich persönlich einfach ganz schön gewöhnt habe. Wie sehr hat dich denn dieser Nervenkitzel da überhaupt noch gefischt? Also konntest du hast du noch eine Spannung empfunden, als du da das geguckt hast? Oder ist das ja ein Thema, das schwierig war? Ja, das ist halt das Problem mit wahren Begebenheiten. Man weiß, wie die ausgegangen sind. Also ich habe, bevor ich den Film geguckt habe, habe ich so ein bisschen geguckt, worum es ging. Aber halt auch, also es ging halt um Leaks. Und das war halt alles, was ich wusste. Ich wusste halt, dass die Leaks tatsächlich dann publiziert wurden und dass es die Washington Post immer noch gibt. Also das waren so zwei Sachen, die für mich so ein bisschen die Spannung hätten rausnehmen können. Was aber die Spannung für mich ein bisschen, nicht rausgenommen hat, aber mich ein bisschen, ich musste immer wieder mal irgendwie drüber nachdenken, weil es ist eine Sache,
wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von diesen Pentagon Papers. Ich habe da noch nie von gehört. Das ist halt wahrscheinlich auch ein Fehler meinerseits, dass ich da noch nie von gehört habe. Wovon ich gehört habe, ist dann halt das Sequel mehr oder weniger. Das ist dann halt Deep Throat und Watergate. Das ist mehr oder weniger ein direktes Sequel, der Film mit Robert Redford und Dustin Hoffman. Wie heißt denn? Die Verurteilten? Oder so? Das baut ja mehr oder weniger aufeinander auf. Ich muss mal gleich nochmal recherchieren, wie der Film tatsächlich heißt. Of All the President's Men auf Englisch. Davon wusste ich halt mehr, weil ich auch den Film schon geguckt hatte und so weiter. Die Unbestechlichen, ja genau, nicht die Verurteilten. Ja, die Verurteilten ist auch von Steven Spielberg, wenn ich nicht irre. Vielleicht deswegen habe ich mich vertan. Aber genau, dass man halt gar keine Ahnung von der Thematik hat und ich finde es halt auch immer blöd, wenn am Anfang vom Film irgendwie so einleitende Sätze kommen, wie zum Beispiel, ja, Vietnamkrieg. Falls Sie es noch so nicht gehört haben, ne? Ja, genau, also, dass man halt so ein bisschen einordnet, finde ich oft ziemlich dämlich, aber in diesem Fall hätte ich das sehr passend gefunden. Oder auch, keine Ahnung, dass man nach dem Trailer irgendwie was einblendet, von wegen hier, das sind Links zu Artikeln, lest euch das durch und dann geht ins Kino. Eine Quellenangabe quasi, genau. Genau, ja. Dass man halt ein bisschen eine Ahnung hat, weil so die ganzen Namen, dieser Robert McNamara, der Außenminister war, keine Ahnung, wer das ist. Und keine Ahnung, wer Daniel Ellsberg ist, der das alles geleakt hat. Da keine Ahnung von gehabt. Und deswegen bin ich ein bisschen immer mal wieder hängen geblieben. Also bin ich rausgekommen, weil ich da keine Ahnung hatte. Aber Meryl Streep hat mich jedes Mal wieder reingeholt. Ja, es wird wirklich ein bisschen viel vorausgesetzt. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als wäre das halt ein Film, wenn man SOS-Amerikaner ist und vielleicht auch, ich sag mal, jetzt so ein Alter hat, wo man sich noch ein bisschen an die 70er erinnern kann, dass man damit deutlich mehr anfangen kann, dass man eben auch weiß, wie die politischen Verhältnisse sind, dass man das überhaupt einordnen kann, ja, wie die Welt damals in den Staaten getickt hat. Und das ist natürlich jetzt für mich als 30-jähriger Europäer nicht so einfach gewesen. Hinzu kommt, ich habe den, wie gesagt, genau wie du auch auf Englisch gesehen und ich muss sagen, ich hatte da die ersten 10, 15 Minuten auf jeden Fall Probleme reinzukommen. Das ist nämlich jetzt, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht sind es die Fachbegriffe, die da durchaus natürlich auch benutzt werden. Ich habe da halt einfach ein paar Minuten gebraucht, um so diesen Flow zu haben, um da einfach mitzukommen und musste mich da zu Beginn schon ganz schön konzentrieren, weil es ja halt, wie gesagt, auch einfach, das ist kein Smalltalk, den die da die ganze Zeit betreiben. Nee, auf gar keinen Fall. Das geht um brisante, verlegerische, publizistische Sachen. Ich hatte das Glück, hier gibt es die Filme im Original immer, aber mit Untertitel. Da konnte ich ein bisschen immer mal wieder mal nachlesen, was die da gesagt haben, weil vor allem auch Tom Hanks ziemlich nuschelt in dem Film. Mhm. Vielleicht hat er das ein bisschen übernommen von der Figur, die er spielt, aber der redet halt ein bisschen undeutlich. Und das, ja. Genau, und somit ist es thematisch halt wirklich, sagen wir, Special Interest. Aber um so einfach mal, also man muss es, wenn wir sagen. Aber Special Interest, das ist auch das Problem, das ist sehr relevant. So Pressefreiheit, sollen wir publizieren? Was sollen wir publizieren? Wir müssen die vierte Gewalt sein in einer Gesellschaft, weil die Regierung vielleicht auch nicht ganz sauber tickt. Ohne Frage, das ist ganz richtig und das ist auch ganz wichtig. Aber ich habe halt, weißt du, ich habe, wenn ich aus dem Kino komme, dann mache ich mir immer so ein paar Notizen, damit ich ungefähr weiß, was ich dann, wenn ich das 2 Wochen später hier aufnehme, dazu sagen möchte. Und ich habe da sowas gesagt, so wie der Film kam mir vor wie Opa erzählt vom Krieg. Also ohne Frage sind das wichtige Themen, Pressefreiheit, wie gesagt, vierte Macht im Staat, Selbstbewusstsein der Presse, was darf Presse vielleicht auch nicht, ist ohne Frage wichtig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es alles schon irgendwie auserzählt und irgendwie für mich auch alles ein Stück weit selbstverständlich. Wenn ich jetzt hier diesen Podcast hochlade, dann können den theoretisch ganz viele Leute im Netz anhören, ja, und da gibt's keinen, der mich irgendwie zensiert. Deswegen ist es für mich relativ schwer, das zu fassen. Ja, aber das ist halt, weil wir in einem mehr oder weniger geschützteren Raum vielleicht leben als in Amerika. Da hört man ja die ganze Zeit einfach auch vom Präsidenten die ganze Zeit Fake News, Fake News, ihr seid alle Fake News. Und
dass man da nochmal so dieses, warum existiert Journalismus überhaupt, vielleicht nochmal in den Film packen kann, sollte auch. Und auch, dass Whistleblower vielleicht eine bessere Stellung haben sollten innerhalb der Gesellschaft, weil die ja wichtige Arbeit leisten. Ne? Ohne ja. diesen Daniel Ellsberg gäbe es die Paper, die Panama, die Panama, die Pentagon Papers nicht. Und ohne ihn gäbe es vielleicht auch Watergate nicht. So, ne? Das ist halt so, und dann wäre Nixon, wie vielleicht bei Watchmen, ganz nerdy, jetzt immer noch an der Macht. Was mir übrigens sehr gut gefallen hat, ich bin ja jemand, der so auf so technische Darstellung viel Wert legt. Also wir haben ja halt einen Film, da geht es um eine Zeitung und so eine Zeitung, die muss auch mal gedruckt werden. Und diese Druckermaschinen anspringen, wie das Lettering funktioniert, also wie man die einzelnen Lettern eben in die Maschine einspannt und so. Und das wird auch teilweise sehr detailverliebt erzählt. Ich glaube, das ist typisch auch für Spielberg. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Also das war so ein Aspekt, den ich mal betonen möchte. Also ist doch klar, die bis zur letzten Minute, bis zum bis zum Abgabetermin muss halt eben der Artikel geschrieben werden, dann geht der runter in die Abteilung, wird dort bearbeitet und wir sehen quasi, wie unten im Kellergeschoss die dicken Drucker anspringen, die Druckermaschinen, das ganze Gebäude rappelt und oben fängt es plötzlich im Büro an, auch zu wackeln. Das ist mega geil, auch die Darstellung vom Büro selbst, das ist halt ein großes Großraumbüro, überall klingelt das Telefon an, überall rauchen auch Leute, ganz selbstverständlich, wurde überall in dem Film geraucht, im Fahrstuhl, wo ich kam aus dem Kino raus und hätte schon fast gedacht, ich stinke nach Rauch. Ja, ganz genau. Also das ist ein bisschen Mad Men-Vibe. So, alle haben die ganze Zeit geraucht. Ja, wer sich das Rauchen abgewöhnen möchte, der guckt ihn vielleicht erstmal nicht. Und also diese technische Darstellung, mega geil. Das Büro ist echt gut und glaubhaft gemacht. Aber das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen. Sowas kriegt man mich immer. Ja, aber da habe ich auch ein Problem, wo ich auch ein bisschen rausgehauen wurde, die Kamera fuhr immer mal wieder über ein Bild vorbei. Wahrscheinlich von dem Ehemann von Kate, der ja dann gestorben ist, sich umgebracht hat tatsächlich. Und das ist wahrscheinlich sein Foto, also von ihm. Und das habe ich erst am Ende irgendwie mehr oder weniger realisiert, wo halt Meryl Streep als Kate dann davor stehen bleibt und so liebevoll drauf guckt. So, aber sowas ist halt auch so ein Insider, was man halt auch nicht wirklich weiß. Und man denkt sich so, hä, was soll das? Ein Foto, toll. Ganz prominent in Szene gesetzt. Aber ja. Aber das, was du meintest, man sieht wirklich, die tippen auf die in die Schreibmaschine ihre Texte, ziehen das raus, tun das in diese Tubes, runter damit, und das ist halt wirklich genial. Also wirklich so von der Schreibmaschine bis zum Druck kriegt man da alles einmal mit. Und auch spannend erzählt. Ja, also das ist durchaus, also dieser ganze Prozess, das ist irgendwie cool. Auch wenn ich das Gefühl habe, auch wenn ich es jetzt namentlich nicht benennen könnte, aber so ein bisschen fühlt es sich an, als hätte man das gerade dieses Büroleben schon mal irgendwo auch in anderen Filmen so in der Art und Weise gesehen, ne? Da war jetzt, ja, wie gesagt, Mad Men einfach so, ne? Das ist auch so ein Büroding, 70er Jahre, ist ja auch nicht mehr so ein Unterschied. Alle rauchen, alle schreien durcheinander, alle arbeiten die ganze Zeit rund um die Uhr. Das hat man natürlich auch schon gesehen. Ein Stück weit gibt es da natürlich auch optische Parallelen zu Wolf of Wall Street, ja, das ist ja auch viele Großraumbüros, viele Leute in Anzügen, die auch viel rauchen, es gibt da schon noch Ähnlichkeiten. Dann weiß ich, wollen wir es auch nicht zu lang werden lassen heute. Vielleicht magst du uns einfach mal kurz dein Fazit geben. Und du weißt ja, so ein bisschen stehen die Leute ja drauf, wenn man so Punkte vergibt. Wie viele Sterne würdest du denn vergeben wollen? Ja, man sieht sie gerne, aber man vergibt die nicht so gerne. Exakt. Also The Post, beziehungsweise Die Verlegerin, ist für mich ein sehenswerter Film, auf jeden Fall. Also ja, wie ich schon... Ich glaube, sehr, sehr viel geredet habe über sie. Meryl Streep, einfach überragend. Tom Hanks auch ganz, also Tom Hanks, der ist auch wie Meryl Streep. Ich glaube, ich würde jeden Tom Hanks Film gucken, weil er einfach ein guter Schauspieler ist. Aber Fokus auf Meryl Streep, auch auf diese Geschichte mit Journalismus. Was ist Journalismus? Warum sollte es Journalismus geben? Finde ich sehr, sehr spannend und auch sehr gut erzählt in dem Film. Kleiner Hinweis, vielleicht sich wirklich mal damit auseinandersetzen, was die Washington Post und die
Pentagon Papers so an sich haben, warum das alles so passiert ist, was davor, was danach passiert ist, das sollte man vielleicht auch gucken. Und wenn man aus dem Kino geht, kann man direkt im Anschluss die Unbestechlichen gucken, weil das fügt sich nahtlos ineinander ein. Und Sterne. Oh mein Gott. Weil das halt sehr viel voraussetzt, ist das für mich ein Sternabzug wert. Deswegen 4 von 5. Da kann ich mich eigentlich völlig anschließen. Ich fand das, die Punkte sehe ich alle ganz genauso wie du. Thematisch ist es halt für mich einfach jetzt nicht so mein Ding gewesen. Und das ist für mich so ein bisschen auch schwierig, es einfach zu greifen, weil vieles, was Pressefreiheit betrifft, für mich selbstverständlich ist. Den aktuellen Bezug zu Leaks, den muss man einfach auch sehen, gerade was die Macht des Präsidenten angeht oder eben auch dann teilweise seine Unmacht oder eben fehlende Macht, ist auch ein ganz wichtiges Thema und insofern ist es auch einfach auch tagesaktuell. Auch da wird, also ich persönlich würde eher halt bei, also Grunde nach wären es auch 4 von 5 Sternen, aber weil ich es eben dann doch so schwer hatte, mich mit dem Thema anzufreunden, würde ich noch einen abziehen und komme deshalb nur bei 3 von 5 Sternen raus. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in meiner Masterarbeit beschäftige ich mich gerade mit Journalismus, deswegen. Okay, kennst du dich also da noch das aus, ist dann ne? Für mich ein bisschen vielleicht ein bisschen aktueller. Nina, vielen lieben Dank. Es war wieder schön. Ja, fand ich auch. Und aus der Entfernung. Ich freu mich schon jetzt auf unsere nächste Besprechung. Gell? Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.